Eine gesunde Portion Lokalpatriotismus bringt der Kammerchor des bischöflichen St. Ursula-Gymnasiums in Geilenkirchen ganz sicher mit. Vielleicht ist das auch genau das Erfolgsrezept beim Wettbewerb Der beste Chor im Westen im WDR-Fernsehen. Chorleiter und Musiklehrer Thomas Gottschalk blickt dem Wettbewerb jedenfalls zuversichtlich entgegen. Wir haben uns bei Der beste Chor im Westen beworben, weil wir Herausforderungen brauchen, weil wir viel Potenzial im Chor haben, große Talente, die müssen gefördert werden, und ein solcher Chorwettbewerb bietet immer eine gute Gelegenheit, auf ein Ziel hinzuarbeiten, neue Dinge zu erproben und auch als Gemeinschaft zu wachsen. Dabei ist die Gemeinschaft jetzt schon durchaus intakt. Der Chor zählt nicht zum regulären Schulprogramm. Die Schüler machen allesamt freiwillig mit. Das macht halt einfach sehr viel Spaß, hier mitzusingen. Und vor allen Dingen bei so Wettbewerben, dann ist natürlich auch so ein Kampfgeist dabei. Und ja, da freut man sich auch einfach drauf. Es ist halt einfach eine sehr schöne Atmosphäre hier mit all den netten Leuten. Und auch Herr Gottschalk ist immer sehr gut drauf. Hier ist halt einfach eine Gemeinschaft, mit der man halt auch ab und zu mal sehr gut lachen kann. Und wir haben halt immer viel Spaß hier. Mit der gesamten Gruppe, da versteht man sich einfach und da geht man auch freiwillig nach hier. Am 24. November findet die Voraufzeichnung zur Sendung statt. Dann gilt es, sich in einem Vorentscheid von insgesamt 20 Chören für die Top 10 in NRW zu qualifizieren. Da bleibt nicht viel Zeit. Dementsprechend steigt so langsam die Nervosität. Im Moment geht's ja noch, es ist ja noch einige Zeit, aber dennoch, man merkt, der Tag rückt näher und man muss natürlich, die Proben werden immer enger getaktet und man wird sehen. Ich persönlich habe es auch selbst noch nie gemacht. Ich glaube, der Kammerchor auch noch nie vor so großem Publikum. Aber es ist halt schon was Neues, eine schöne Erfahrung, und sowas sollte man auch mal mitnehmen. Wir sind zwar aufgeregt, aber wir werden sehr viel Spaß dran haben. Also es wird alles gut werden. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, und was dann dabei rumkommt, sehen wir dann. Wir haben gesehen, es sind sehr gute andere Konkurrenten da. Aber trotzdem hoffen wir irgendwie, dass wir noch das gewisse Etwas haben und die Coaches dann überzeugen können. Dieses gewisse Etwas glaubt der Chorleiter schon gefunden zu haben. Beim Wettbewerb zählt nämlich der Gesamtauftritt, nicht nur der Gesang. Ich glaube, was wir gut können, ist Sound gestalten und dazu choreografisch arbeiten, sprich ein Publikum begeistern, und zwar ganzheitlich. Nicht nur durch den Gesang, sondern auch durch unsere Bewegung, durch unser Raumverhalten. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht auch da ausschlaggebend war, dass wir jetzt eben einer von 20 Chören sind, die dort zur Show eingeladen wurden. Ob es bei der Show dann tatsächlich noch eine Runde weitergeht, davon können sich die Fernsehzuschauer selbst überzeugen. Am 30. November wird der erste Vorentscheid der Sendung im WDR ausgestrahlt. Wir vom Bistum Aachen drücken schon jetzt ganz fest die Daumen. Doch wir sind froh, Schubi.